Mein Name ist Stefan Tubek, ich bin Kameramann, Digital Camera Supervisor und Colorist und habe an Filmen wie Russian Ark, Free Rainer, Dear Wendy, Slumdog Millionaire und unter anderem auch mit Lars von Trier an Mandalay und jetzt zuletzt auch Antichrist zusammengearbeitet. Bin relativ früh in Arthouse-Projekte involviert gewesen. Ich habe eine meiner ersten Produktionen war Russian Ark. Das war ein Film, in dem wir 90 Minuten ohne Schnitt gedreht haben. Sehr besonders war daran, dass wir Technologien, also meine Spezialität ist es eigentlich immer wieder, neue Technologien zu finden und zu erfinden und zu entdecken, mit denen man schwer realisierbare Projekte machen kann. Also bei Russian Ark, diese 90 Minuten ohne Schnitt, war damals ein absolutes Novum, das erste Projekt, was digital komplett auf Festplatten so gedreht wurde. Und ich habe das Projekt entsprechend so betreut, dass dieser Dreh erst möglich war. Der große Vorteil von Film ist immer noch, dass, wenn man auf 35 mm dreht, die Qualität der Aufzeichnung, also das, was die Kamera an Farben, an Kontrast, an Bildästhetik generiert und erzeugt, ist einfach unschlagbar. Man muss sich, wenn man digital dreht, sehr, sehr anstrengen und sehr aufpassen, dass man eine ähnliche Visualität erreichen kann. Das Schwierige ist halt auch, es gibt bei Filmkameras, wenn man auf Film dreht, gibt es vier, fünf verschiedene Filmmaterialien, die die Visualität beeinflussen. Wenn man digital dreht, hat man plötzlich eine Schier von unüberschaubaren Kameras zur Verfügung. Es gibt Dutzende verschiedener Kamerasysteme, die alle ihre eigenen Probleme oder alle ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Und für mich ist es dann immer wichtig, die richtige Kamera für das entsprechende Projekt zu finden. Also bei Antichrist von Lars von Trier war ich der zweite Kameramann, der technische Leiter für die digitalen Kameras und auch der Colorist und habe sehr eng mit Anthony Dotmente, dem Kameramann und dem Regisseur Lars von Trier zusammengearbeitet. Antichrist besteht weitestgehend aus vier visuellen Ebenen. Es gibt die Schwarz-Weiß-Sequenzen, die einmal den Anfang und das Ende, also die Klammer des Films ausmachen. Das sind extrem ästhetisierte, monochrome, in Highspeed gedrehte Szenen. Wir haben zum ersten Mal eine spezielle Zeitlupenkamera benutzt, die mit 1000 Bildern pro Sekunde die Bewegung oder also alle Bewegungen fast einfriert. Wir haben ganze Sequenzen damit gedreht. Diese Kamera ist bisher nur im Werbereich benutzt worden und wir haben sie zum ersten Mal szenisch benutzt, um diese besonders starke Visualität, diese außer überirdischen Bilder zu schaffen. Dann gibt es die Visualization Shots. Die sind sehr, sehr interessant, weil es sich hierbei um, ich würde sagen, lebende Gemälde im Stil von Hieronymus Bosch handelt. Extrem ästhetisierte Bilder, die relativ aufwendig in mehreren Ebenen gedreht wurden. Man muss sich vorstellen, man dreht ein und die gleiche Einstellung 6, 7, 8 Mal hintereinander in verschiedenen Ebenen. Diese Ebenen werden dann entweder unterschiedlich beleuchtet oder es wird einmal Nebel gesetzt und dann werden diese Ebenen in der Effektabteilung zusammengesetzt zu einem fertigen Compositing. Und da kommen wir jetzt zum Punkt Color Grading. Unter Color Grading versteht man vom Prinzip her die digitale Nachbearbeitung der Bilder. Das heißt, muss ich das vorstellen, wie mit Photoshop kann man ja auch digitale Fotos nachbearbeiten. Genau diesen Prozess kann man auch ein Bewegtbild machen. Man muss sich vorstellen, dass man ein sehr flaches, weiches, monochromes, digitales Bild erhält. Und dieses Bild verwandle ich dann in einzelnen Schritten zum fertigen Ergebnis. Die Gestaltung der Visualization Shots, die in der Farbbearbeitung besonders aufwendig waren, war relativ schwierig. Ich habe mit Anthony Dotmente in Schweden, in Trollhättan, die Nachbearbeitung gemacht. Und wir haben nach Referenzen von Lars von Trier haben wir immer wieder neue Vorschläge generiert. Leider hat Lars von Trier aufgrund seiner Reisephobie nie die Reise antreten können zu uns. Da mussten wir also immer einmal die Woche mit einem Band und Vorschlägen, wie diese Szenen aussehen könnten, nach Kopenhagen fahren, ihm diese Shots vorschlagen und dann kam er mit minimalen Korrekturen, musste wieder zurückreisen und dann die Bearbeitung wieder fortsetzen und neue Vorschläge machen. Also dieser gestalterische Prozess hat sich dadurch sehr, sehr, als sehr, sehr schwierig entwickelt, aber trotzdem zu einem sehr, sehr interessanten Ergebnis geführt. Besonders interessant ist es, mit Lars von Trier zu arbeiten, weil er immer sehr, sehr präzise weiß, was er will und was er nicht will. Also er ist einer der präzisesten Regisseure, mit denen ich je gearbeitet habe. Experimentell, aber auch dann nur in einem gewissen Rahmen, weil er sich vorher ganz genau Vorstellungen darüber macht, wie er sich Szenen wünscht und das
das geht durch alle Departments. Er weiß ganz genau auf den Punkt, was er mit seinen Schauspielern erreichen will und arbeitet mit ihnen sehr, sehr intensiv an den Szenen. Und mit allen technischen Departments ist es genau das Gleiche. Es ist eigentlich dadurch sehr angenehm, mit ihm zusammenzuarbeiten, solange man versteht, was seine Vision ist und ihn dabei bis zum letzten Schritt unterstützt und ihm zur Seite steht, ist er eigentlich ein sehr, sehr angenehmer und umgänglicher Regisseur. Slumdog Millionaire ist ein Beispiel, wo sich die Filmwelt mit der digitalen Welt getroffen hat. Ursprünglich war die Idee, 70% des Films klassisch auf Film zu drehen. Das hat damit zu tun, dass es in Indien, in Bombay einfach so hohe Lichtkontraste gibt, dass keiner wirklich glaubte, dass eine digitale Kamera dazu in der Lage ist, diese Bilder visuell so einzufangen, dass es im Kino ein so großes Erlebnis wird. Wir haben für den Dreh dann eine digitale Kamera gesucht, die extrem kompakt und extrem klein ist, damit wir bestimmte Sequenzen, 20-30% des Films, sollten vor allem die Sequenzen in den Slums mit den Kindern in der Vergangenheit, sollten digital gedreht werden. Das waren die einzigen Sequenzen. Während wir dann mit den beiden Kamerasystemen am Drehen waren, so auf 35 als auch digital, haben plötzlich Anthony, der Kameramann, und Danny Boyle und auch ich gemerkt, dass es so viele neue Möglichkeiten gibt, Sachen anders zu bebildern, dass die Qualität dieser neuen Kameras so hochwertig ist, dass sich das ganze Verhältnis verschoben hat. Jetzt kann man davon ausgehen, dass 60-70% des Films digital gedreht wurde und nur 30% auf 35 Meter. Das Verhältnis hat sich komplett umgekehrt, weil die Begeisterung auch, also dafür Bilder anders zu gestalten, schneller zu drehen und auch dynamischer zu drehen. Mit einer kleinen Kamera kann man sich muss ich vorstellen, unsere Filmkameras waren halt, die wiegen halt 15, 17 Kilo, voll aufgeregt. Damit kann man sich natürlich nicht so leicht und so schnell bewegen, wie mit einer Kamera, die vielleicht so groß ist. Das war so ein entdeckerischer Prozess während der Dreharbeiten, der dazu geführt hat, dass der Film eben doch nochmal eine andere Ästhetik bekommen hat als ursprünglich gedacht. Bei Slumdog Millionaire war jetzt die große Herausforderung, die beiden Bilderwelten aus der Film- und der digitalen Welt so zusammenzuführen, dass es für den Zuschauer ein Gesamtergebnis gibt, ein Erlebnis, wo der Film, wo der Zuschauer nicht rausgerissen wird aus den Farbwelten oder Filmwelten. Dazu wurde das 35 Meter Material eindigitalisiert und zusammen mit dem digitalen Material gemischt verschnitten und dann am Ende digital gegradet, nachbearbeitet. Dabei ging es jetzt nicht nur darum, die Farben anzugleichen, dass sie so passen zwischen den Film und den Digitalformaten, sondern auch die Ästhetik. Das heißt, Film hat eine ganz bestimmte Charakteristik und Slumdog Millionaire sollte filmisch aussehen. Also ging es ganz konkret darum, wie kann man diese Ästhetik miteinander verbinden, wie kann man diese Materialien technisch miteinander verschmelzen, sodass am Ende es als ein Guss zu sehen ist, der Film. Der überraschende Oscar-Erfolg und insbesondere der Kamera-Oscar für Slumdog Millionaire hat meiner Ansicht nach digitalen Produktionen auch endgültig die Türen Hollywood geöffnet. Es ist anhand der aktuellen Produktion von Regisseuren wie Steven Soderbergh, Danny Boyle, Michael Mann auch relativ klar zu erkennen, dass sich das digitale Medium für alle möglichen Looks eignet und in alle möglichen Looks im Kino transferiert werden kann. Und die Akzeptanz von solchen Regisseuren zeigt auch, dass das Medium der digitalen Fotografie in Hollywood mittlerweile angekommen ist.